Besser wohin gehen ist mit der nicht. Familie? Es geht nur heute noch. Spazieren gehen mit der Familie. Das hat er auch noch. Familie hat er auch noch. I'm setting my height here on. Yeah, come on, height here on, set the calories again. Tomorrow work, no sitting at work, sitting at home. Sitting bull. Set height. Papa, yeah. Dance party. Yeah. Was sagst du? Was sagst du? Warte mal, ich muss mal kurz die Brille aufhauen. Ich will noch sagen, jawohl, sehr gut, ganz. Na, diese eine Kettchen mit der Schnecke da, mit der Schlange für meine neue Freundin. Jawohl, ich bin ein sehr. Nee, okay. Ich muss mehr gearbeitet werden. Ja, ja, also Lebens. Naja, mal so ein 5-Jahres-Vertrag, oder? Mit einer 40-Stunden-Woche. Ja, keine Ahnung, nee, ja, keine Ahnung, ja, war nicht so schlimm, irgendwie einen halben Tag aufschreiben mal oder so bei Gelegenheit. Jetzt hast du noch irgendwas halt, alt, nicht, können wir was sammeln, irgendwie sag Bescheid. Und wenn's mal was braucht, speziell für so Social-Scheiß, Social irgendwas, sag Bescheid, ne? Also, wenn man was zuschneidet schnell oder so. Ja, Pott kurz zum Klarkommen, hopp, kein Stress mehr. Ja, war das jetzt schon oder ist das noch? Wozu du das gebraucht hast, den Clip? 23. Okay, gut. Und wenn da noch irgendwas ist oder Format besser wäre oder so? Ja, aber sag Bescheid, falls du noch irgendwas ist halt, ne? Mit dem, falls du was noch irgendwas anders wollen. Aber im Endeffekt, was du dir geschickt hast, das ist nicht, geht nicht. Man kann es noch umwandeln in irgendwas anders, falls es, wie sie es da gehabt haben, dieses große Format oder was das war. Weiter Richtung Friedhof. Nee, die kommen hier runter direkt. Die kommen hier runter, die sind dein. Nee, das ist deins. Nee, das war deins, okay. War dein Port. Okay, alles klar. Na, hier ist einer auf jeden Fall. Nee, die fliegen auch weiter. Lass mal die Dinger anschnallen hier. Ich nehme fast die Controller weg. Ich will eine goldene MK18. Ist da eine? Immer. Ja, die ist super. Das ist meine Lieblingswaffe. Eigentlich. Welche? Na, die MK18. Mittlerweile. Wunderbar. Super geil. Vor allem, es geht gerade auch schnell, oder? Bin ich bescheuert? Nee, halb schnell. Ach schon, ja. War noch eine Illusion. Das war's nur in Illusion. PX4 in Gold. Die Pistole. Wo bist du, beim Dorf oder was? Na, wir sind hier, ja. Nee. Ich hab nur immer scheiße viel Glück. Das ist ein Suchhund. Irgendwo geschwatt beim Tower oder hinterm Tower. Richtung, Das scheiß Fenster war schuld. Na, hier geht's jetzt auch geil auf einmal. Krass, komisch. Ja, geil. Kann ich nicht mehr. Nee, wobei. Wir machen diese Waffen mit den 2 oder 3 oder 4 Sternen so Unterschied, oder? Entweder Magazingröße oder ein bisschen der Rückschlag, also ja. Also schon eigentlich, Sven, gibt's ja nicht, ne? Ich, bei manchen merke ich nichts, bei manchen aber schon. Also jetzt die AKM in 8 Sternen hat 20 Schuss. Ja. Die 3 Sternen hat 28 Schuss und ein deutlich größerer Rückschlag. Bei der P90 genauso, irgendwann hast du ja eine P90 55 oder so. Am Anfang hast du nur 45, glaube ich. Übernehmen wir den Friedhof? Oder irgendwann oben oder wie ist das? Sag mal, also bei der Tankstelle ist Geballer auf jeden Fall hier.
Ich geh's noch nicht raus, aber müssen wir auf jeden Fall sammeln, wohin wir müssen hier. Irgendwie sammeln. In welche Richtung? Nee, wurscht. Ja, wo gehen wir hin? Ja, entscheidet ihr. Ich bin der Wellenbrecher. Ihr seid die Kommande. Jetzt ist wurscht. Dann macht der Hagen eine Ansage, der ist doch ein Stratege. Verdammt. Wir sind am dichtesten am Friedhof, dann Friedhof. Na okay, pass mal auf, ich muss mal schauen, dass ich nicht gleich ins Genick kriege von denen wahrscheinlich. Dann gehen wir zu dir, ist mir wurscht. Ich sag's euch, ich muss nicht wissen, dass die nicht hier schon auf der Pelle sind. Na, bis jetzt noch. Friedhof kann ich vielleicht sogar noch ganz finden. So eine Leiche. Ist der verrückt, ey. Voll die MP5 da liegen lassen im Chickenladen. Ja, der hat doch nur da auf jemanden am Friedhof. Na, da sind auf jeden Fall anfänglich welche hin. Mehr kann ich. Ja, kein. Goldene PX4 Pistole. Lass ich hier liegen. Hier hinten sind welche, ja. Und eben Pistole und Sniper sind welche. Pro ein Team. Pro Stern um die 2-3 Damage mehr. Komm, wir gehen jetzt hier hinten fertig machen. Ja. Ich komme jetzt erstmal gar nicht vorwärts ohne Messer. Einer ist schon außerhalb. Zwei außerhalb. Ich brauche einen Rucksack, Mann. Was ist das zum Kotzen? Ich will schon nur einen einzigen Rucksack sehen. Einer tot, einer so leid. So. Einer tot, alle tot. Alter, der größte Fehler ist. Ich bin hier. Der größte Fehler ist auch, ich sehe aber keinen, die ballern da unten. Aber. Du? Da hier, ich komme gleich zu euch. Hier bin ich. 50 Meter. Die sind beim Turm, ich habe die wegen beobachtet, das waren aber Flachwitze und ich habe dann mein Messer verloren. Das laufe ich wie eine Schnecke, Alter. Ich habe noch keinen einzigen Rucksack gesehen, ne? Immer nur noch drei Waffen, aber keine Banane, nix, Alter. Irgendeiner von euch muss 10 Rucksäcke genommen haben und mir keinen einzigen. Na sicher, ich habe die 10 noch liegen lassen. Naja, du hast sie wahrscheinlich versteckt, so wie ich es mit den goldenen Waffen mache. Ich lege auch den nächsten Busch, damit sie gerade andere kriegt, weil ich es nicht brauche. Kann man leider nicht. Wäre so cool, wenn ich Rucksäcke liegen. Da ist echt noch kein einziger. Hier ist ein Rucksack auf der Helikopter. Ja, siehst du, das ist komisch, ist ein guter Einkäufer. Der kennt sich. Ich hätte den Rucksack wieder abwerfen können. Ich komme überhaupt nicht vorwärts, ja, die Hölle, Mann. Hier wäre auch ein Rucksack. Ja, da ist einer, ich hab schon jetzt hier noch. Ist auch ein Rucksack. Schwert brauche ich noch halt, der Rest habe ich. Oder ein Messer. Hier ist auch noch ein Rucksack, wo ich gerade bin. Okay, das hol ich mir. Schwert? Mhm. Gut. Das sind die Kollegen von dem. Wieder umgebracht. Von dem. Haben. Die beiden im Friedhof, das waren ein Zweierteam. Hier sind die nächsten. Pass auf. Ich bin schon hier. Das war nur ein Zweierteam? Ja, ich hab das Geräusch gehört. Alter, fuck, ich brauch das Schwert. Wo sind die? Außerhalb der Mauer, oder? Ja. Einer hier beim Stein, der zweite irgendwo. Beide bei dem Stein, den ich markiert hab. Eine ohne Schild. Einer pusht dich, der kommt gleich die Mauer hoch, pass auf. Arschloch war das. Der nächste ist mit einem Container, ja. Hier drin. Ist ja, tot. Sehr gut. Du schießt ja schneller wie ich markiert. Ja, jetzt reicht's, brauch ich ein Schwert, Mann. Hat er eins dabei gehabt? Nee. Ein Schwert ist hier im Container. In der Mülltonne oder was? Ja. Gut. Ast rein. Die Waffe da weg. Eigentlich bin ich soweit gut ausgestattet. Braucht irgendwer noch was? Nee, warte mal kurz. Ich scanne gerade die Skyline hier überall. Hier gibt's Rucksäcke, Sebastian. Also jetzt habe ich gerade schon ungefähr 2 ablehnen müssen. Sebastian, entschuldige. Ja. Ich genau sag. Jetzt wissen Sie, wie die heißt. Scheiße. Wo ist in der Zone? Im Gammeln. Dann mach schnell das scheiß Schwert halt. Sammelt eure. Ja, wir sind Nation, da musst du echt noch laufen. Wo sind wir jetzt? Das in der neuen Zone. Fuck, Alter, wir sind mal im Gammeln. Du hast deine goldene Waffe abgeworfen. Ja, wollte ich gerade sagen, Alter, für die Hölle.
Scheiße. Die neue Zone, wo ist die neue Zone? Naja, praktisch Rost-Berlin, Rest-Berlin. Wo sind denn die Brüder? Neue Zone ist da, ich check gar nichts. Die sind ja hier bei uns eigentlich irgendwo, oder? Da oben ist einer am Tower. Wo? Da, okay. Warum trifft? Weil es nie trifft. Er hat auch einmal minus 78 erwischt, die Sau. Ist sie weg, oder? Da versteckt sich. Da ganz oben steht auch einer, oben steht noch einer. Wenn du markieren kannst, wäre cool. Okay, kannst Marker wieder wegnehmen. Ja, dann alle beide da hoch. Fuck, die schießen von hinten. Oder bist du das? Nee, bist du. Ja, guck mal, was sind die anderen Müllmänner? Bei dem lustigen Geballer verliert man schnell mal. Was ist das? Nee, das ist nur ein Licht. Mal. Pass mal nach drüben, dass du mit die anderen Müllmänner nicht hier. Muss man ein bisschen weiter nach vorne schießen, weil das so weit weg ist, oder? Jetzt hab ich. Ja, einen. Ja, musst du raus haben. Ich hab keine Munition. Guck die Leichen an, da müsste noch was liegen. Minus 78, ich hab schon zweimal, aber der frisst anscheinend. Ich glaube, die kommen jetzt hier. Scheiß Geballer. Nee, bist du? Gibt's doch gar nicht. Was sind denn die Boden? Okay, die müssen jetzt gleich losfliegen. Wo sind die anderen alle halt? Die sind noch hier irgendwo. Keine Ahnung. Die Leute ja nur mehr. Haha, 115. Da unten. Und das zweite Team ist auch unten am Proben. Bei den Gebäuden. 65. Die kommen alle von da etwa. Die vom Turm sind runtergeflogen. Ja, die kommen alle da, ich sehe die gar nicht. Die anderen sind, kommen von da unten etwa. Die sind schon da irgendwo. Wichser, Alter. Ja, auf jeden Fall mehr Damage wie du, auch wenn du mehr Kills hast. Du Sauhund. Schöne Waffe. Da hab ich nicht mal Scheiße. Alter, da rufen Leute an um die Uhrzeit. Geschäftspartner und so. Zum Heulen. Die wissen genau, dass ich um die Uhrzeit spiele. Das ist die einzige Musestunde am Tag, die ich habe. Ich schlafe ja nicht mal, oder es? Nur zum Nerven. Ja, das weiß er genau, der sieht den Stream, weißt du? Ist ja mein Partner. Und dann ruft er mir extra an. Das ist beschissen alles. Das ganze Leben ist ein einziger großer Streit. Ein Kampf. Ist hier warm, der Arme. Luft. Chittering Map. Fuck, ist hier drin warm. Epileptic Style. Das ging beim anderen alten Controller geiler halt. Ich glaube, das ist im Sack von Werk aus, wenn noch nie benutzt. Komisch. Du musst, also bei mir musst du halt einen Daumen drauf lassen und dann nach so links und rechts. Ja, aber ja, ich muss es halt immer erst so anfahren. Wenn ich nach hinten mache und dann drauf bleibe, dann kann ich auch nach vorne. Weil wenn ich vorne oder in der Mitte anfange, also geht's nicht. So als wäre praktisch, musst du erst hinten in den Access Point und dann sagt er, okay, alles klar, User assigned. Jetzt kann er loslegen. Voll bekloppt. Aber ist ja egal, halt. Ja. Geht schon. Auf jeden Fall. Okay, ich muss ganz wirklich auf Joystick umstellen. Ja. Ich bin Aufwärmfahrer.
Na gut. Boah. Das ist ja richtig über der Ping, oder? Ja, 160, keine Ahnung. Komm, wir schalten gleich die zwei Typen da aus. Hotwap, Hotwap. Ja, ja, Hotwap, okay, alles klar. Ich muss die Typen ausschalten. Deswegen. Oh ne, die sind da. Ich mach eine schnelle Runde. Die hauen ab, Alter. Die hauen ab. Die hauen alle ab. Die haben den Namen gelesen. Ascomo, Hagen von Treue, VR360. Das konnten sie gar nicht aussprechen. Und dann sind sie gleich. Die gehen da runter und die anderen Schweine sind alle so Richtung, wo wir vor Gott waren. Auch so, die fliegen immer noch. Jetzt gehen sie gerade runter. Das ist die Dreckswaffe, ist auf jeden Fall mittlerweile die AK. Ne? Das ist echt nur. Das ist ja die AK ist die größte Dreckswaffe mittlerweile für mich. Da treffe ich mit der MP5 ja im Himmel Leute besser als mit dem Teil mittlerweile halt. Kein Problem, ich nehme sie dir ab. Ich hab gerade eine goldene da in den Fluss geschmissen. Also das kann ich nicht. Willst du? Das wäre geil. Das habe ich echt schon gemacht, ne? Weil mir einmal einer ins Kreuz geschossen hat mit einer goldenen Sarko, die ich am Drop liegen lassen habe. Dann habe ich nur genau gesehen, wie sie nimmt hinter mir und zack, war ich im Arsch. Und seitdem tue ich immer goldene Waffen, wenn die irgendwo rumliegen, dann nehme ich sie und schmeiße sie irgendwo hinter einem Busch oder so, dass keiner findet auf jeden Fall. Wenn ich sie nicht selber brauche, weißt du? Wenn ich selber brauche, ist ja okay, aber ich lasse auf jeden Fall nichts liegen. Sind die runtergegangen, die anderen? Weit weg, also einer bei Planes. Beschissene Rucksackknappheit hier, Alter, in dem Laden. Waren das Granaten von euch? Ja, ich will die scheiß Fässer alle aufhören, weil ich brauch mal Rucksäcke. Ist schon wieder kein einziger Rucksack da. Wenn man auf die Fässer schießt, haut's erstens die Scheiben raus, da und man sieht das ganze Zeug in den Fässern. Und falls sie irgendwo so Spinatwachteln verstecken. Im Salon sind zwei Rucksäcke, wenn du was brauchst. Okay. Ich brauch alles. Ich habe eine gute Waffe gefunden. Okay, bei mir ist ein Gegner. Scheiße, guck mal, Alter. Farmgebäude. Na, bist du ganz anders? Da unten ist der. Wo ist da mein Rucksack? Wo bist du? Der ist bei den Farmland unten, gerade auf runter im Bauernhof. Ja, ja, der ist schnell. Der ist, ja, ist er irgendwo, ist er da immer. Aufs Dach und snack, genau. Mach doch wieder mal deinen Spot alleine platt. Teammate, ja. Sind das Berserker oder was? Sind das Berserker oder warum haben die dich tot gemacht? Das ist doch nicht. Oder ist das scheiße? Ich hab eine Halbautomatik im Nahkampf. Ich sehe die gar nicht. Schau, ich weiß nicht, die schießen schon, wa? Mit einfach pushen. Ich dachte, von diesem Richtel ein paar Sniper treffer, dass die wegrennen und ich den. Oh, da war ein. Rennt da wie so ein Vollidiot rum. Ich baue hier mal so ein Basecamp, damit wir hier mal schön kurz beim Himalaya-Reise, wo irgendwas schief ging. Können wir hier kurz mal. Schau mal, da ist sogar schon eine MP18. Guck mal, den Heidi steht immer noch da drin. Hast du eine Sniper-Knarre? Ich habe nichts zum Snipern, das ist scheiße, Alter. Drüben sind die anderen, ne? Ganz da drüben halt. Verdreckswaffen alles. Sind sie die gerade von anderen, oder was? Okay. Also, mach mal jetzt. Ich geh mal auf die Hütte und warte hier. Jetzt hier durchlatschen. Oder was auch immer. Mit meiner goldenen MK genug Munition habe ich, glaube ich. Was sind das für ein Deppen, Alter? Irgendwo ist da. Jetzt sehe ich sie. In der Straße wieder.
auf alle schießen. Also da im Haus sind, pass auf, hier ist ein Spot, versteckt sich da drin. Und die kriegen gerade Besuch von der anderen Seite. Und ein anderer schießt noch von hier rein. Also hier ist ein anderes Team noch irgendwo. Ich weiß, das ist ungünstig, die Situation. Soll ich die ganze Zeit auf die Pelle am Hof? Wer ist denn das da oben, Alter? So, da ist noch einer. Sowohl von zwei Seiten der verbündete Squad. Also einer muss da mal reinrennen. Das ist auch noch da oben. Wo? Na warte mal, die sind alle, da ist ein Spot hier drin. Und da oben ist irgendwo noch ein anderer Typ, irgendwo hier, der schießt von oben runter auf die, genau wie ich es gemacht habe. Den sehe ich aber gerade nicht. Was sind sie so gut? Scheiße, vorher von Kingdom werden wir auch beschossen. Na dann muss ich jetzt zurück in meine Scheißburg da oben. Ich bin zu blöd. Oh, Spitze zum Schießen. Das ist ja echt ein Faschingsverein hier. Ah ja, schießt auf mich. Alles klar. Gucken wir mal hinten rum. Dieser Wichser, das war die ganze Zeit der andere, der ist allein halt, der hat genau mit mir reingeschossen, als wäre es ein Partner, aber es war kein. Nee, da kommt noch einer hinterher, zwei sind hier und die anderen in der Hütte. Sind es wieder acht, Alter, Mann. Ist so hart. Vor allem jetzt ist es vor allem auf einmal schneller auch geil. Also aus Komo, die sind da in der Scheune hier in der nächsten, ne? Da. Also, die kriegen aber voll Beschuss. Schau, einer, mach mir mal kurz fit. Ich zeig's dir was. Auf. In der Scheune, genau vor dir dann gleich. Da, schau, jetzt kannst du eine umschießen. Schau mal hoch. Die ist, da, schau. Die Nutte. Und die anderen kommen gleich da raus, pass auf. Da, der Nächste. Was? Der Nächste. Ja, okay, mach mal. Da ist der Nächste, der rennt da rüber. Oh, oh, das lassen sie. Sag, du musst sofort Knarre raus und da schießen. Da, schießen auf. Ja, die Chance gehabt. Geil. Schau nach rechts, genau. Ja, da kommt, die kommt die Fotze. Die Nutte. Wo ist die? Hinter der Mauer. Da ist sie. Die Nahtwachtel. Die sitzt am Hagen. Schau, die kommt zu mir, von mir aus. Schießt. Hier. Die ist hier, genau. Die kannst du treffen, genau. Unvorsichtig gespielt. Übermütig war ich. Hat sie jetzt erwischt, die Olle? Nee, noch nicht. Auch die Nutten, ja, diese Kecken. In der Scheune liegt eine goldene MK8. Noch eine. Hinter mir, der Eckscheune. Ja. Das Scheiß da. Naja, nimm du das Ding. Ah, da. Ich brauch nur Munition dafür, wäre geil. Oh Gott, das war knapp, ne? 30 Schuss. Nein, noch einer, ich hab doch nichts mehr zu schießen, die Alte immer noch. Schieß sie um, Mann. Der andere ist ja, diese Furzen. Das ist ja schon Müllmänner. Das war schön unvorsichtig gespielt, aber egal. Lustig war's. Na gut. Da kommen auch noch ein, zwei, oder Hagen? Da geht schon noch was dran. Genau, wollte ich auch sagen. Ist niemand da? So, Asko, musst du jetzt echt zum Mittag oder was? Nee, nicht zum Mittag spazieren gehen, aber ich gehe jetzt noch ein Spiel machen. Ja, ich weiß ja, aber ich weiß auch, das Wetter schöner als bei uns. Warum ist der Böse? Der wohnt in einem Land, was andere gar nicht kennen. Neuschwabenland. Das Land. Oh, das ist wunderbar.
Die Fassbayern. Ehemalige Atlantis. Praktisch. Da ist er verschwunden damals. Sein Großvater ist da hingezogen. Der musste weg aus Deutschland. Und seitdem ist er da. Was ist da wieder für Geschichten erzählt? In der Regel ich revive immer zuerst. Komm Leute, okay. Jetzt geht's ja los. Brumario, Brumario. Sounds like Football, Soccer. Hi, grüß euch. Mannix, Alter. Ja, jetzt hast du mal richtig auf die Schnauze gleich, oder Freunde? Hm? Oder was, oder wie? Alles klar, Meister. Jo, war schon im Squad, wenn die Einladung kommen ist. Ich weiß schon, ich hab so mir gedacht, halt, hätte das sein können, dass da gerade einer von deinen Kollegen raus ist. Ist ja manchmal so. Da kamst du gerade frisch aus dem Spiel. Ja, oder manchmal ist man im Squad, da sind nur zwei, da kann man ja noch dazu. Oder manchmal ist man im Squad mit lauter Arschlöchern und will da gerne raus und wartet nur darauf, dass einer anfragt. Kennst du das? Ja, das sowieso. Ne, aber ich finde, sollten die auch anzeigen, ob das Squad schon voll ist oder nicht. Das steht doch da, oder? Ach nee, Quatsch, steht nur immer in Squad, ja. Nee, hast du recht, ja. Ja, auch wenn es nur zwei sind. Super, das ist ein Private Lounge hier. Ein Private Lounge, schau mal, so ein schöner Euro-Server, sauschnelles Spiel, da kannst du wie eine Spinne rumspringen. Aber keiner kommt. Doch ein paar, der Zwettel ist ein Jimmy. Zwettel ist ein Jimmy. Grab, 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 zack. I'm learning to fly, but ain't got wings. Geht schon los, oder was? Nö. War es angenehm, sau schnell. Da unten ist der Mannix und zwei andere von unseren Freunden. Und nur zwei andere Gegner oder drei. Ja, aber warum spielen wir nicht dieses Squad? Das ist viel lustiger. Also ich, ja, wenn man alleine ist halt, ich find's nervig immer mit den anderen, aber gut. Kannst halt mehr ballern und so, aber irgendwie. Also meine Quote von lustigen Spielen da, die cool waren, mit Spielen mit Kindern und Deppen ist auf jeden Fall 50-50. Hagen, da massiert dir einer den Rücken. Und zwar mit Blei. Mit Blei macht er das, Alter. Mario. Und hier ist der Kick-Tick. Was up, man? Der Zettis. Wir machen einen Dampf hier, oder? Party, Party, solange es nichts geht. So was. Die anderen wollen jetzt Hotwappen. Wollen die mitgehen oder wollen die erstmal Waffen holen? Je nach Position. Nicht in Stein gegossen. Steingemeißelt, das war's. So, erstmal das getanzt jetzt. Schwingt das Tanzbein, Freunde. Und Schweine, Alter. Das sind zu dritt. Komm, geht das Lied los. Droppen, ja, droppen. Zu Armory oder Schloss? Ja, voll daneben, Alter. Muss mal festschnauen hier, ehrlich. Die hauen ab, die Schweine, die verengen. Ich seh ihn schon, den Bad Boy. Ich seh ihn schon. Nur Scheißwaffen. Gar keine Waffe. Schlossmauer, die zwei besser. Einen hab ich schon mal. Einer ist am Hangar, genau. Wo ist das Hangarschwein? Einer ist beim Hangar gelandet, ne? Ist der nicht tot? Weiß nicht, halt, hast du ihn erwischt? Und die anderen, der Mannix und der andere, die sind darüber zum Schloss. Glaube ich. Zumindest waren die da. Hab ich den noch einen Sichtkontakt? Nee. Mhm, ganz anders gleich. Geil, endlich mal Rucksack, das erste Mal. Was, wer, wo schießt er? Da sind zwei, wo was hinschießt. Boah, nee.
supply dropped in going to refinery. Sind denn die? In Richtung Augen gerade. Komm aufs Dach, wenn's geht. Sind die am Anmarsch oder was? Das weiß ich nicht, bin jetzt weggegangen. Ja, schießen die Arschlöcher von drüben natürlich. Was beschossen? Naja, ich weiß schon. Scheiße. Ich würde sagen, wir rennen zum Ding rüber, das nervt schon jetzt. Jetzt habe ich gerade volles Schild gehabt, Alter. Schießen die mir ins Kreuz. Na, weil wir genau wieder zwischen zwei Teams sind. Wir müssen da drüben den Medics den anderen umlegen. Wir gehen hinten rum, würde ich sagen. Banane, Banane, Banane. Okay. Banane, Banane hinter dir. Die sehe ich nicht mehr da drüben. Ich muss auf jeden Fall erstmal abtauchen und genau, halt auf jeden Fall irgendwie die vom Kingdom snipen und die anderen sind ziemlich nah, aber ich weiß nicht wo. Nee, reiß ich jetzt rüber zu den Wichsern da. Und zwar auf jeden Fall der Mannix und der andere. So, wir müssen gerade die anderen noch im Start hier. Battlezone is now shrinking. Neue Zone. Ich weiß nicht, wo die sind da halt. Da war noch ein anderes Team bei euch da, ne? Die ist eines auf dem zweiten Hangar runter, aber den. Egal, ich schau jetzt mal, dass da drüben was die Penner machen. Und bleibt das ein bisschen an der Seite da. Gesehen? Sammeln da wahrscheinlich die nötigen Waffen. Hagen? Ja, vor dir alle. Da stehen alle da unten hier. Irgendwo oder was hast du? Siehst du die? Das ist der Mannix, das sehe ich gleich, Alter. Ich sah etwas auf der Mauer drin. Nee, das ist noch nicht wirklich zu. Ach, wirklich, bin gut. Laufen. Very good. Ein Meter. Oh ja, der Mannix oder was? Nee. Jetzt hat der Cup gut eine Schrubbrinde. Scheiße, die Schnitte. Banane her, Mann. Scheiße, der Mannix hier. Banane? Ja, gut. Gerade meine verzehrt. Schwert habe ich auch hier für dich, wenn du willst. Das sind die Müllmänner. Jetzt ist die Zone mitten in der Stadt hier auf einmal. Oder was oder wie? Da doch aber einer trotzdem noch? Nee, keine Ahnung. Thank you.
Hier wäre noch eine Banane. Das zum Weitschießen wäre nicht schlecht. Irgendeine Drecksako, das ist eine Wöckner. Aber liegt da auch? Da ist eine Sako, sehr gut. Eine Avo? Warte mal, da drüben. Hast du das nicht? Nein. Ich hatte hier immer eine P. Das Glotzen hier. Der von hinten keiner ins Kreuz schießt. Gegner hier. Battle Zone is now shrinking. Jetzt schießen sie schon auf dich. Also zwei Drecken. Übelst. Das ist schon der Mann. Na, na, na. Schmutzig. Das war der Mannixen, sein Kumpel, glaube ich. Ja, jetzt ist hier noch am Bein Gebäude irgendwo. Scheiße, Alex, was zu kauen. Mann, können die nicht anrufen tagsüber bei Arbeitszeiten? Fixer! Einer ist auf dem Gebäude, das ist das nächste Team und da oben ist gerade ein Sack. Okay, warte. Also leben da oben wieder. Alter. Ich habe jetzt den Gebäude, was markiert habe, ist das nächste Team. Hier ist noch einer hier drin, oder? Ja. Hier oben aus von mir, neben mir, auf mir drauf, schnell kommt hier. Hier die Revive, hinter Ecke. Mach ich doch, Alter. Keine Angst. Nee, nicht. War doch schon immer Mutti's Heller, das weißt du doch. Ja, ist keiner mehr. Ich glaube, den mal erwischt halt. Noch ein Zeug hier. Ja, glaube ich auch, da wo Hagen hin mit dieser Tierasko und immer den Scheiß hier mit der Banane da hinten, hier im Eck. Und da auch. Ein scheiß Schwein da oben. Kann auch der Mannix sein noch. Oben auf der grauen Brücke. Die Geräusche, ja. Ich glaube, dahinter steht einer. Bin mir nicht sicher. Kein Fernkampf. Welche graue Brücke hast du gemeint? Da, wo ich dran hänge. Okay, warte. Berserker-Mode. Ja, cool. So, hat mich gefreut, ich muss gehen. Dann viel Spaß beim Spazieren. Bis zum nächsten Mal. Bis. Ciao.
Alter. Ascomo has left the war industry. Ja, einer geht noch, aber laden Ascomo noch mal ein. Drück mal auf den Mannix, vielleicht kommt der mit rein. Ob jetzt Office oder nicht. Okay, Mannix will offenbar nicht. Der Romario, der ist offline wahrscheinlich halt. Der Ascomo ist gerade weg, den brauchst du, das war ein Witz, den brauchst du nicht mal einladen. Da ist ja jetzt raus halt, genau. Da dieser Romario, ob der noch am Start ist, wer auch immer das war, der ist noch hier gerade. Nee, der, die sind jetzt alle offline wahrscheinlich nach dem Spiel. Nee, der ist noch da, sehr schön. Oh nee. Einer will noch. Ich weiß nicht, hey Leute, ich bin gerade aus meinem Squad irgendwie rausgeflogen. Macht nichts, also ich habe gerade gesehen, dass Mannix offline gegangen ist, ne? Ja, der Mannix ist nicht mehr da. Ja. Und wer war noch bei mir? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr gut in die Hucke bekommen. Warte mal. Ja, ich bin ja noch nicht warm, ne? Ich sag's überhaupt gar nichts, Alter. Ey, ich spiele das Spiel seit dem ersten Tag und davor, seit der Beta-Version, und krieg manchmal dermaßen in die Schnauze, dass ich zwei Tage gar keinen Bock mehr habe. Nee. Manche Tage rennt man einfach durch halt. Macht alle platt. Ist ganz komisch bei dem Spiel. Ja, gut, es kommt auf die Gegner an, ne? Naja, eher auf die technischen Sachen. Ping und so, Equipment, ne? Deine eigene Verfassung. Ja, die Gegner auch, aber ja. Das Gewicht ist auf jeden Fall. Nicht übergewichtig. Also ich würde sagen 40% Gegner-Skills, 40% Skills und 20% mentale Verfassung und Tötungswahn. Ja, also ich sitze ja den ganzen Tag vor dem PC und ich brauche wirklich so dreiviertel Stunde, Stunde. Mäßige Schwitzen am Start. Da ich viermal am Tag schlafe, hier. Ich muss theoretisch in 10 Minuten eh aufhören, dann lache ich mich einfach. Das ist schlecht, Leute. Ich ja wirklich. Deswegen. Na, 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 pfui. Ich hab schon deine Streams gesehen. Was? Auf YouTube. Ach so, ja, den Trash. YouTube. Den Trash, der ist auch gerade an, ne? Bist gerade drin. Grüß dich mal selber. Hallo, ich grüße mich selber. Okay, das musst du mir vorher sagen, dann bin ich doch ganz anders motiviert. Hallo? Ey, das ist doch scheißegal, Mann. Ich mach das nur Spack immer halt. Wenn ich da Engagement hätte, Profi-Gamer zu werden, würde ich mir hier ein Mädel hinstellen, wenn ich eins hätte, was 20 Jahre jünger ist wie ich. Jeden Tag den Scheiß machen und so doofe Smileys einbauen und auf die Chats von den anderen antworten mit Gelaber, was mir nicht interessiert. Weißt du, was die bräuchten? Die bräuchten Twitch VR, dass ich quasi, wenn du streamst, aus deiner Sicht das in 3D sehen kann. Ja, das geht auch sowas, aber halt nicht mit Twitch, ja. Genau. Ja, aber wie geht das? Geht das? Das ist aus wirklich dritt. Genau, also mit Oculus ging's mal. Also du konntest in der Quest ja so ein Passenger-Mode machen. Ich weiß nicht, ob der gerade noch geht. Das geht auch nicht bei jedem Spiel. Da konnte praktisch ein anderer mit einer Quest zugucken. Ne? Und es geht halt auch, mal kurz überlegen. Nee, es ging mal über Steam, über den Steam-eigenen Stream-Modus, ja? Wo man halt dem Kumpel in der Freundesliste beim Zocken zuschauen kann. Kennst du das? Kennst du ja, ne? Ja. Da ging es auch mal halt. Aber nur kurz, war so ein Test nur. Und jetzt gerade? Nee, gibt's nicht halt. Aber das Ding ist ja, du müsstest ja praktisch dann zweimal das Headset rendern. Das heißt halt, wenn du zuguckst und ich schaue nach hinten und du nach vorne, dann brauchst du jetzt verschiedene Sichten. Weißt du? Nein, das Entscheidende ist, dass wenn ich auch Population One habe, brauche ich ja nur deine Daten. Ich rendere mich selbst. Dann das stimmt, genau. Und sowas geht eben, das erzähle ich ja gerade. Also wie gesagt, wenn du die Quest 2 hast, da hast du doch bei manchen Spielen, wie bei
Bei diesen Dead Horizon und bei so ein paar Oldschool-Spielen, da kann man praktisch Leute einladen. Die können ja auch von Facebook aus in Facebook zugucken und aber auch, wenn einer eine VR-Brille hat, kann zugucken halt. Das geht aber halt nur mit Spielen, die es unterstützen. Das habe ich schon nie gehört. Doch, doch, das ging halt. Das hieß immer, das hieß Traveling oder so halt. So wie, da, wo dieser Party-Mode eine ganze Scheiße ist, da konntest du praktisch zu diversen Spielen, wo es ging, eben Leute einladen, die Spiele nicht haben, die konnten zugucken. Morgen eine Brille gebraucht halt. Und ich weiß nicht, ob sie es weggemacht haben halt. Genau. Und die haben dann in 3D geguckt. Also in genau, die haben, die konnten sich halt auch umgucken. Die waren halt so an deine Position gebunden. Es war nicht so freaky mit dem, dass man dann so zum Beispiel rumfliegen kann, Third Perspective oder so. Aber du konntest dich zumindest woanders hindrehen, wo der Spieler gerade hinschaut. Und so, das ging halt. Ja gut, es wird ja schon lang, wenn ich deine Perspektive. Wenn ich deine Perspektive hätte, wärst du schon lang. Ja, hast du, naja, aber gut, da wird es sehr schlecht, Alter. Wenn du im Headset bist und die ganze Zeit die Bewegungen von dem anderen, da kotzt du in das Ding, Alter. Ja, der Wichser hier. Achtung, Wichser, scheiße, der ist eh oben. Wird hart, Alter, wird gehen. Das stimmt, das ist auch schlecht, ja, das ist kacke. Was hat denn der da oben? Alter, das war knapp, Mann. Danke. Das war sau knapp. Komm mal jetzt. Boah, fuck, Alter. Hinter uns, beim Turm, vom Turm oben, ja. Die Sau. Schieß nochmal ab. Ich bin schon runter. Ist noch nicht runter. Der wollte weglaufen, der sagt. Ja, der wollte weglaufen. Das geht gar nicht, Alter. Desertieren nennt man das. Bei mir genau, auch. Achso, das ist ja das eigene Team, desertieren. Ja, arbeitest du was mit Programmierung oder was? Ja. Ja, lass halt sowas machen halt. Am liebsten mache ich so Mixed Reality Sachen, ne? Das mache ich am liebsten halt. Nicht mit Beat Saber, mit anderen Spielen, wenn es geht, wenn es welche gibt. Zu stützen. Das wieder labern, auf jeden Fall. Mein Traum. Ist da einer, oder? Supply drop deployed at plants. Aha. Vom Friedhof, denke ich etwa. Mhm. Ich hab's nur gehört. Nicht ganz Friedhof. Ja. Ein bisschen mehr, glaube ich. Und da hinten, der Arschloch ist weg, oder was? Der ist unten im Container. Den? Erwischt im Container, ist unten links einer drin. Da habe ich gerade einmal 65. Er steht immer noch am Eingang, blöd. Ich hab leider keine Granate. Fuck, Alter, das wird hart, ne? Oh, da komm ich mit. Dass ich alleine pusht. Ist er abgedüst hier? Unten. Fast tot. Ja, super. Das war's schon, oder? Das war ein schönes Spiel war das. In Freundschaft. Ja, cool. Yeah. Das ist ein Match. Passt auch, guter Schnitt. Jeder hat was gemacht. Ja. Jetzt kommen sie alle online, die Bad Boys, Alter. Schau hin, wie sie reinbrechen. Wie findest du eigentlich meinen Designvorschlag für das neue Bad Boys Logo? Also Bad Boys im Hintergrund, weil es kennt ja mittlerweile jeder, das ist rot und blau. Und dann da vorne zerschlagene Fresse, die fies schaut von dir selber. Ja, das fehlt noch, dass mich irgendwie, keine Ahnung, mit Waffen noch schlagen kann oder so. Ja, da gehört ein Redesign her. Ich habe überlegt, wie man dieses Logo und das eigene Gesicht in dieses Bild reinkriegt. Man kann es auch so als Kette machen, so unhängmäßig, ja, keine Ahnung. Okay. Ja, du bist ein Stick, ne, zum Garten. Du, nur du.
Hallo, das von hier ist schon mit von hier. Rosenrose an. Ich bin jetzt Frau und Mann. Komm her, Junge. Oh, neue deutsche Welle? Ja, mag ich gerne, das Scheißdreck. Oh ja, super. Hubert K. Hubert K. ist ein guter Mann. Halt. Rosemarie. Schön, wenn die Leute so alt sind, dass sie meine Musik mögen. Ja, aber es ist unglaublich, wie viele junge Leute so die ganze Musik von 80er, 90er und sowas hören. Das ist unglaublich. Ja, Wahnsinn. Jede Generation recycelt ein neues Jahrzehnt. Ja, das ist wirklich so, ja. Ja, ich wäre auch froh, wenn ein paar Leute in meinem Alter von meinem Freundeskreis sich eine Brille kaufen würden. Das tue ich seit 6 Jahren. Mittlerweile geht's ja mit der Quest und so, ne? Du hast den PC gebraucht. War keine Sauert Bock. Scheiße, Alter, ich drehe mir gerade noch die Zigarette. Also wenn ihr zu Hause 6 rumzuliegen, verreise doch einfach. Hab ich doch gemacht. Ich hab doch schon PC verteilt, alles mit Zeug. Die erste Quest hatte ich 3-4 Mal wegen halt Demo-Zwecken für Jobs und so halt immer alles verliehen, Freunde. Die machen dann mal Beat Saber, den Scheiß, sie kennen dann, sobald sie irgendwie... Also das Problem ist, die zocken ja alle auch Müll dann auf der Playstation oder auch so. Also Dreck halt, wo du dann auf dem Sofa hockst und es ist einfach scheiße. Ständig kommt so eine Cutscene mit einem Movie und dann rennst du weiter wie God of War. Das war noch cool, aber die spielen jetzt alle neu raus. Das ist alles Dreck halt. Okay, die Zone kommt jetzt musst du... Ja, ich muss jetzt zu Ende drehen, schnell. Auf jeden Fall habe ich es geschafft und keine Sau hatte mal Bock. Die machen es 1-2 Mal, dann geht's mal übel, das ist mir zu anstrengend. Weißt du, hocke ich doch nicht auf dem Sofa halt und also, übel. Er nimmt die Pots. Oder kann man da noch rein? Wir können ja kurz gucken, was geht halt, ne? So, man kann auch runter. Nee, ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist geschickter, ja, wenn wir da nicht... Wir müssen auf dem Veto hoch und nachher schließen uns dann. Ja, wenn da noch einer übrig ist, wie viel sind es überhaupt? Sechs Typen nur noch. Ja, wir bleiben hier. Genau. Ich gehe in die Hütte da. Da wollte er hin, okay? Ja, ich hör mal kurz. Ja, es zieht schon gleich hier. Bleib du mal in der Luft rum, Mario. Du kriegst den Tropf dann an. Oh Gott, die Bomben am anderen Ende vom Friedhof noch halt. Im Moment alles noch easy auf jeden Fall. Ja, schön schnelles Spiel hier. Ohne irgendwelche Passanten oder was? Supply drop deploying to Defiance. Na komm. Boah, ich hab Bomben fliegen jetzt rückwärts. Das ist der Joystick. Da musst du aufpassen, dass der Kaffee nicht hochkommt, Junge. Nee, ich glaube, er war mit dem Daumen so halb auf dem Touchpad. Kann auch sein. Auf jeden Fall kämpfen die gerade noch hinter der Kirche. Noch keiner hier über die Mauer, oder? Also ich brauche noch irgendwas, dann kommen wir eigentlich. Ja, warte mal, da unten ist auch geschwatzt, oder was? Beim Drop sind die, glaube ich, schon, ja. Ja, gut, wir müssen irgendwas einsammeln, dann machen wir einen Plan, ne? Auf jeden Fall ist noch keiner irgendwie da rausgekommen. Die waren noch hinter der Kirche gerade vorhin. Dahinter, 65. Boah, Alter, wenn es mal einen Rucksack geben. Ich habe halt deshalb noch nie gehabt, so wenig Rucksäcke wie in den 3 Spielen heute oder 4. Normal lande ich auf dem Rucksack halt. Und da ist normal schon was drin, weißt du? Ich habe Bad Loot noch, die ganze Woche schon. Ich krieg nur immer nur UMPs und Pistolenmunition. Na, die fette M60 habe ich noch gar nicht gesehen heute. Die aktuelle ist echt selten geworden. Ich muss mal darüber halt, da noch keiner mehr ist. Nee. Also die waren hinter der Kirche da, so hinter Richtung rauswärts. Keine Ahnung, ob die jetzt noch da sind, ne? Wolltest du nur gesagt haben. Okay, ich höre sie. Ja, ich komme von hinten auf jeden Fall gleich in die Reihen. Halt, ich ziehe hier oben rum und gehe direkt unten rein. Nee, Kreuz, wenn ich das hier aus der Reihe, ne? Einer ist aufs Dach geklettert. Ja, den sehe ich schon, aber mit noch nicht. Kannst du ein bisschen im Dings halten? Einer in der Kirche. Mauer und Bauch. Einer kommt jetzt über die Mauer gleich. Ja, wieder mal Ladehemmung. Macht nichts. Aufhaken, die sind beide bei Romario.
mal diesen Bomben. Pisser. Ja, dann klar. Ist noch einer da, oder was? Der ist beim Haken. Okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall verfetzt hier gleich halt. Hier beim Stein von mir. Maximaler Zonengrenze. Immer noch ein Zonengrenze. Ist immer noch hier? Ja, noch steht. Komm. Bleib mal bei dem. Okay, wo ist er? Genau, ja. Ist der Mario. Jetzt geht er hin. Kommen wir wieder vor. Genau, wie ich bin. Hat gerade Schild geprüft. Ja. Sehr schön. Oh, Müllmann. Da ist eine goldene P90, guck mal. Da drüben könnt ihr euch gleich holen. Go. Erstmal was fressen, oder? Bei so einer ungemütlichen Uhrzeit da, Alter. Mit echt keiner, dann muss ich sie ja nehmen. Was dann? Die Uhren, die 90. Nee. Shit, seht ihr Bananen in der Zone? Ich geh noch mal rein hier, kurz ein Stück. Das ist nicht mehr ein Stück. Die Masse. Geiler. Gefährlich. Ja. Oh, wir haben einen ewig weiten Weg. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Fressen. Wo ist die nächste Fressstation? Der Airdrop. Würde ich sagen. Ja, das sieht noch, eigentlich schlecht aus. Noch halt drauf. Wenn nicht, dann wissen wir bald, wo die Gegner sind. Dachte du meinst den... Vom Turm aus. Ja, scheiße, ich sehe ihn da oben, ja. Na, dann gehe ich mal in die Häuser runter. Ich muss etwas fressen, bevor ich da... Ich gehe da direkt hinten rum. Wenn du das überlebst. Na, das schießt ja auf mich aus, Arschloch. Oh, es gibt noch einer, der snipert mit einer Seko vom Haus. Da ist schon einer näher hier dran, nee, oder? Na egal, ich hab's fressen. Das ist in Ordnung. Sobald wir rausgehen, werden wir überall nie, oder? Müssten sie, wenn sie intelligent sind. Okay, einer ist genau gegenüber von uns auf dem Dach. Hier gegenüber, Haken die Wacht. Und einer links, auf der Straße. Teammate. Rechts oben war auf der grauen Brücke. In Richtung Turm, das ist ein Sniper. Mario, bleib in Deckung. Rechts, bei der Kronenstufe. Ist noch einer, ein Kälter, oder? Oh, scheiße, Mann. Der eine verbreckt hier in der Zone, also einer geht außen rum. Haken, genau da, wo du aus, geht auch da. Der ist auf deiner Seite. Nee, doch, ja, ja. Sehr gut. Scheiße, Alter. Also Mario, geh ins Haus irgendwo hin, anders hin. Pass auf, der eine Wichser ist auf der Brücke, genau. Weil der kann nichts. Wenn's Zickzack rennen, Deckung draufballern, irgendwie. Der trifft, der trifft, der schießt. Der schießt mit der scheiß AK einzeln, der trifft nicht. Na doch, manchmal. Trotzdem hat gepasst. Drecksituation da am Ende, Alter. Schlangen waren das, Schlangen. Widerliches Gesindel. Ich mag die OMP nicht wirklich. Ich verliere immer jedes Duell mit der OMP. Eigentlich kannst du sie vergessen mittlerweile. Am Anfang war sie top. Weil die macht dann nur noch minus 11, egal wie golden die ist. Ja, ja. Und dann hast du. Die OMP brauchst du, wenn du im Flug bist. Dafür genau, ist optimal. Da ist es perfekt. Ja. Sonst kannst wobei du ich da mittlerweile auch die MP5 jetzt gut habe. Einfach genau. Nur linear von oben nach unten. Einfach nur ein bisschen üben halt. Einfach. Richtig. Ja. Finde ich auch. Am Anfang habe ich auch mal die OMP genommen, da war sie auch stärker. Und die P90 ist eigentlich auch, die ist noch okay, aber die ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass. Wie sie vor ein paar Monaten, wo sie mal alles so geil fanden, ne? Also die trifft nicht mehr gut. Oder irgendwas ist da anders, die ist auf jeden Fall nicht mehr so ein Garant. Also haben sie jetzt so um 2 oder 3 Damage-Punkte gesenkt, deswegen. Was ist denn die beste Waffe im Nahkampf? Die 10-14? Ich halt Bock hast, ey, keine Ahnung. Ja, weil du da gedrückt halten kannst. Ja. Ich finde eigentlich die also MP5 am besten. Wieder, die MP5 und die Shotguns. Die tun mit der 10-14 innerhalb von 3 Sekunden ein ganzes Squad auslöschen im Raum. Das ist in einem Haus, das macht buff, buff, buff. Was ist denn das, die Shotgun mit 6 Schuss oder was?
Boah. Ja, walk like an Egyptian. Dum, 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 dum. Nee. Boah, was du tust, Wasser. My friend, don't shoot at me. Ich habe eine mega geile Übungsform, wie man im Kasten rumspielen kann. Das habe ich jetzt zweimal mit verschiedenen Leuten gemacht und die waren alle mega begeistert. Was denn? Du nimmst eine Waffe deiner Wahl, also je nachdem, was du trainieren willst. Dann nimmst du den Shield, machst du also die Trefferquote, machst du runter auf 30%, dass du halt wenig Damage kriegst. Mhm. Und dann spielst du immer mit drei Leuten, das auf Cemetery. Und sonst machst du alles. Bananen ist alles andere Läste. Ja? Und dann so spielst du gegeneinander. Als selber gemachten Raum so Training. Als Training. Weil dann hast du immer das nur drei Leute und maximal hast du 1-gegen-2. Ne? Mhm. Wie im wahren Leben auch. Dann spielst du immer nur mit einer Waffe und dadurch, dass du nicht gleich tot bist, sondern Damage ein bisschen runtergeregelt ist, gehen die Kämpfe länger. Mhm. Und das ist echt mega zum Trainieren. Das ist wirklich beste also, Training. Ich weiß nicht, wie lange du schon zockst, aber das Ding bei dem Spiel ist halt einfach der scheiß Ping, ist eigentlich die Hauptsache. Weil wenn du die ganze Zeit alle Moves schon kannst und alles gesehen hast, dann triffst du einmal sau gut mit der Sau oder nicht halt und musst mal drauf achten, wenn du so ein schnelles Spiel hast mit 30, 40, 50 Ping. Also meistens mittlerweile 40, 50, früher waren es 30 oder 25 hatte ich am Anfang gemacht. Und da trifft jeder Schuss, du musst nicht mal in der Mitte haben halt und du kannst einfach schnell umdrehen, nachladen, die Waffen kommen in die Hand, ganz schnell. Und das geht halt nicht bei 120, da haben halt die Amis 50 oder so oder 30 und du kriegst halt die Hucke voll. Und weißt du, das ist einfach das ist der größte Scheiß. Da schießt du dann 3 Meter davor im Fliegen. Das musst du normal gar nicht machen halt. Da schießt du auf den Punkt. Und deswegen, das finde ich ja, gut, das du nervige. Kannst ja über LTS besser gesagt nehmen. Dann bist du auch schon im Ping. Wenn du über dein Handy spielst, hast du meistens auch unter 100. So 60, 70. Ja, wenn du es vielleicht immer hast. Manche sagen ja, die haben immer so einen scheiß Ping bei 200. Also, kenn ich auch einen aus Indien, der spielt auch gut. Aber der spielt halt immer, der weiß halt, wie es ist. Aber hier sehe ich es mal anders. Keine Ahnung, was wir jetzt haben. Davor, das war es auch schnell eigentlich halt. Und das eine, wo wir gewonnen haben, auch. Das war 40 halt. Und wenn diese 120 sind, dann bist du halt einfach so knapp 5-9 Sekunden den anderen hinterher. Die den schnellen haben. Das merkst du halt schon dann teilweise, wenn du dreimal schnell drückst auf einer Knarre, wo nochmal drei Schüsse rauskommen, kommt halt nur einer raus in der Zeit. Oder. Also ich habe jetzt 147 Ping. Na, das ist eigentlich schäbig. Das ist praktisch dann der Ami-Server. Die Amis haben jetzt schöne Schnelle wie wir davor. Ich bin gleich runter, ich habe den Controller angezogen, ihr Verrückten. Scheiße, Mann. Kommen die Müllmänner da drüben. Yeah. Die hauen ab oder was? Hinter uns? Doch, Pino sind da hier. Fuck, bei der Kirche. Ja? Fuck. Also Kirche. Ah, ich hab mich gerade umgekehrt. Ach, du meinst das andere hinter uns. Von der anderen Seite ist ja keiner runter. Der ist hier, ne? Quasi nur Leute vor Ort. Nee, nur ein Team. In der Kirche. Ich weiß, Alter, ich hab kein Hells. Fuck, Alter. Ich hab die Dinge. Du hast dich selbst getötet. Naja, aber ich hab trotzdem halt 2 Dosen gesoffen noch. Das hat aber nichts gebracht. Pass auf, in der Kirche, ja. Ich stalk die mal. Ich sag euch, wo die sind. Wenn ich reinkomme. Ah, ist einer hier bei mir, auf mir, genau, auf mir, auf mir. Ja, schon. Und der andere Wichser. Andere kommt rein, Haupteingang. Ja, hier. Oh, keine Munition mehr. Der hat keine Munition mehr auch. Geh rein. Hol dir was. Okay, drauf. Er kommt vorne rein. Er kommt vorne rein. Jetzt. Jetzt da vorne drin. Genau auf mir. Auf mir, auf mir, auf mir, auf mir, auf mir. Schau zu dir. Schau nach hinten. Hier. Zu mir. Yes, Alter. Geil. So muss sein. Ja, da kommt schon mal der Adrenalin-Ruf. Das ist ja auch da. Ne? Ja, die besten Momente finde ich so eine Action. Zack, zack, zack. Da oben ist doch gar nichts, Alter. Ja, doch, eine goldene MP5, meine Lieblingswaffe, hätte ich fast gar nicht gesehen. Oh, das ist natürlich super, ja. Mhm. Eine 2-Sternige habe ich da gerade fallen lassen, falls dir. Ne? Ich finde, ja, ich nehme auf jeden Fall lieber die 1-Stern-MP5 als eine goldene UMP mittlerweile halt. Also, ja, das stimmt, ja. Die UMP ist. Oh Gott, ey. Die geht schon, wenn da halt einer angeschossen ist und so. Ich weiß vorher schon, dass ich damit verliere. Wenn einer angeschossen ist oder wie auch immer, mal so draufheizen, aber halt im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt bei so einer frischen Begegnung, dann ist es scheiße. Hast du keine Chance, ja.
Ich trifft halt sau gut, ne? Also kannst halt schon dann halt, wenn man genug Zeit hat. Wenn man Zeit hat und man damit gut schießt, dann schon okay. Ist halt, ne? Shrinking. Der Hagen ist schon wieder fort. Nö, ich bin, komm schon wieder zurück. Der macht Mittag da unten bei der Currywurstbude. Hey, das ist wichtig. Wer will die vollautomatische Shotgun und wer will die MK-18? Also ich habe eine MK mit zwei Steine, die reicht mir auch zur Not. Wenn die aber keiner nimmt, nehme ich sie. Weil die finde ich saugeil. Shotgun, die 10-14, will die wir? Da ist auch eine mit zwei Steinen hier. Shotgun habe ich eine mit zwei auch. Also wenn keiner das Zeug will, nehme ich es. Klar. Shotgun und MK ist eigentlich Standardprogramm bei mir. Und eine MP5 sind meine Lieblingswaffen gerade halt. Und wenn es die fette gibt, die M60 noch Platz hat, dann ist die auch super so. Aber die gibt es ja immer selten. Warst du eigentlich beim Drop? Ja, hast du mal geguckt, oder? Ja, ja. Ist da einer. Keine goldenen Waffen. Ey, aber haben die fette Maschinenknarre da rausgenommen, oder was? Die war doch noch kein Mal da heute, oder? Hast du schon mal gesehen? Nee, das stimmt. Ja, aber ich hab sie gestern doch mal gehabt. Die hatte ich heute schon gefunden. Ich hatte sie heute gefunden. Sicher. Hab ich gleich wieder weggehört. Man hört nichts, man sieht nichts. Wo geht denn eigentlich die Zone hin? Hier ist die M60, zwei Sterne. Na, ist egal, jetzt, ich nehme lieber was zu kommen mit. Aber das ganze Zeug. Nee, ich treffe mit der M60 gar nichts. Also wirklich. Doch, da musst du halt üben. Da ist halt der Recoil, der muss mal üben. Der ist das Superman. Das ist halt nicht linear, sondern exponentiell. Du musst halt, wie sie schießt, du musst auf den Sound hören, so bum, bum, bum. Dann machst du die Hand langsam nach unten. Und dann, je schneller das Geschieße wäre, desto mehr gehst du nach unten. Dann perfekt halt. Du kannst damit alles durchbrechen halt. Ist super geil. Also halt, ist echt geil halt. Also du musst nur üben, das ist halt anders. Ist halt nicht linear. Das trifft den ersten Schuss schon nicht, das ist das Problem. Doch, probier's einfach mal aus. Du musst halt, klar, du hast ein schwammiges Ziel, logisch halt, ne? Ist halt so eher so breit. Aber trotzdem den Recoil, den kannst du super abfedern, weil er halt also einfach. Solange die Leute nicht zurückschießen, ist die gut. Hast einen Sniper als Gegner, bevor du den sozusagen mit dem Automatikmodus beschießen kannst, hat er dir einen Headshot gegeben und. Es sei denn, der ist halt hinter den Mauern und so, ne? Kann man sich auch gut wegfotzen dafür. Aber genau. Schon viele Leute da so ausgegraben, einfach zusammengelassen, halt, die dann immer wieder gebaut haben und nichts mehr machen können halt. Aber klar, nee, logisch, das ist eher so ein. Was man halt dabei hat, ne? Sekundär oder was auch immer. Nee, auf jeden Fall nix als Hauptwaffe halt. Aber ich habe am Anfang auch mal gedacht, fuck, rutscht das Ding aus der Hand vorne raus. Das ist ja bei jedem Spiel so, bei diesen Miniguns, den fetten Dingern, da musst du halt einfach den Sound, also den, je nachdem wie schnell die Schießrichter halt anders reagiert. Ne? Oh, Achtung, bei mir. Fuck, das wird schmutzig, Alter. Ich bin direkt schon hier am Start. Über mir irgendwo. Ich höre auch jemand ja, direkt vor meiner Tür, bin ich der Meinung. Die sind im Haus. Kann das sein, dass direkt einer vor meiner Tür ist? Im Haus gegenüber, ja. Den dran. Erster Tod. Okay. Ist schon vorbei, ich kann rauskommen. Okay, gut. Der hat Zeug gehabt zu kauen, falls einer was braucht. Ich hab gedacht, es wäre einer neben mir. Also ich na, das ging auch mal besser, das Special Audio. Selbst mit Kopfhörern ist es nicht mehr so exakt. Oben, unten hört man auch nicht mehr. Am Anfang hat man immer saugut oben, unten noch gehört. Mindestens mit den Index. Die können das ja auch umsetzen. Nee, hier ist auch einer. Ich hab doch richtig gehört. Hier läuft noch einer. Bin nicht bescheuert. Oh ja, komm. Oh, ein Schuss noch und der ist weg hier. Ein Schuss, komm rein. Auf mir. Okay, zwei Schuss, sehr gut. Was geben noch hier? Zwei Leute halt. Die sind drin, mach hin, Alter. Die sind drin, Mann. Geil, ich. Fuck, hier. Nein, das. Boah, scheiße, Alter, wieder. Er ist im Container bei dir, Achtung. Hier, ja. Fuck, Mann. Boah, gar keine Chance. Ja, ich war einfach zu spät die scheiß Knarre gehabt. Aber noch ein paar reingelunzt. Ah.
Ihr könnt jetzt mal Firebird einladen, ist gerade verfügbar. Ich, ich muss auch unbedingt mal, ich muss auch unbedingt mal aufhören, sehe ich gerade. Mal raus, noch bevor der Laden dicht ist. Ja, ich bin später wieder drin, keine Ahnung, wenn noch jemand Bock hat, sehen wir uns die Tage, ne? Romario, dich habe ich jetzt hier auch in der Liste, oder? Glaube ich. Alles klar, ja. Hab ich dich drin? Ja, oder? Ja, wir sind schon. Genau, ist ja genug hier irgendwie. Haut rein, ciao. Ja, ja, klar. Okay, ciao. Bis später. Ciao.